Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hearthstone in der Arena des Grauens. Wir machen unser nächstes Duell. Sind wieder in der Warteschlange. Mit dieser sensationell guten Musik. Ich glaube, irgendwann fängt die mich bestimmt an zu nerven. Oh, aber das war diesmal richtig schnell. Paladin gegen Priester, das könnte ein episches Duell werden. Xeltro ist unser Gegner. So, jetzt bin ich gerade am Überlegen. Wir packen mal ihn weg. Und ziehen was noch viel Schlimmeres für die erste Runde. Das ist naja, aber wenigstens haben wir die Eule schon mal auf der Hand. Da kann ich mit leben. Gut, die Buße bringt mir jetzt im ersten Zug auch noch nicht wirklich was. Ich grüße euch. Danke. Danke. Zurückgrüßen ist heute nicht, oder was? Mann, Mann, Mann. Ja, und da zieht er direkt noch eine Karte. Und das hilft mir nicht weiter. Nicht im geringsten. Aber gut, in der nächsten Runde könnten wir unsere Waffe spielen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es geht schon wieder los. So, in der nächsten Runde könnten wir Waffe und Eule spielen. Mit der Eule können wir den Wolf stumm machen. Dann kriegen den dann seine Viecher wenigstens nichts mehr. Mache ich das? Moment, was sagt der denn? Benachbarte Diener haben plus einen Angriff. Ich könnte natürlich auch ihn... Nee, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Machen wir es so, wie ich es gesagt habe. Eule einmal drauf auf ihn. Und dann hauen wir ihn einmal zu Klump. So, mit seinem Wolf wird er wahrscheinlich direkt angreifen. Oder er opfert ihn für die Eule, damit die Eule schon mal weg ist. Das sieht nach einem Plan aus. Ja, habe ich mir beinahe gedacht. So, damit sind wir wieder dran. Können unsere Schleimviech setzen. Melde mich zum Dienst. Angreifen lohnt sich nicht, weil der kann sich eh um zwei heilen. Da wir nur einen Schaden mit der Waffe machen, gehen wir den Zug erstmal ab und warten ab, was er spielt. Ei. Nicht nett von dir, mein freundlichster. So, jetzt ist die Frage, damit würden wir drei Schaden machen, das ist nicht so die Wucht. Oder wir setzen ihn da drauf, dann würden wir auch nur vier Schaden machen und er wird uns mehr Schaden machen. Gute Frage. Echt eine sehr gute Frage. Lasst mich nachdenken. Den Hammer können wir spielen und eine andere Karte. Ich glaube, das machen wir. Spielen wir den Hammer? Wow, jetzt hätten wir fast den Hammer auf mich selber geschmissen. So. Oh, da haben wir direkt den nächsten Hammer gezogen. Ziehen wir die Buße und machen ihn einmal weg. Dass wir da einmal angreifen. Die Waffe behalte ich mir trotzdem noch in der Hand, weil der kann sich ja eh um zwei heilen. Und wir würden insgesamt nur zwei Schaden machen. Na, bravo. Aber schön, die Buße ist aktiviert. Sein Tank ist damit weg. Das sieht super aus. Jetzt ist die Frage, ne, mit dem Hammer lohnt sich das nicht. Ich würde schon fast sagen, wir nehmen einmal ihn. Und spielen ihn. Spielen einmal ihn. Machen mit ihm den Tank weg. Und sind auch wieder hier fertig. Und jetzt kommt eine heilige Nova. Dann ist mein Feld auch wieder abgeräumt. Oh, doch nicht. Okay. Oh, er macht sich stärker. 7.
Da haben wir das Heldenopfer. So, wie machen wir das? Wir könnten unseren Depragnom auf 5 hochpowern. Ihn auf 4 runtersetzen. Ja, das sieht nach dem Plan aus. Machen wir es so. Zack, ziehen wir auch nochmal eine Karte. Sehr schön. Machen den Gnom stärker. Hauen ihn weg. Machen ihm auch gleichzeitig noch 2 Schaden. Spielen noch einen Bewahrer. Ist das? Ach ne, Rekrut der silbernen Hand. So ist es. Gut, genau. So, jetzt ist... Ach komm, wir hauen nochmal drauf, damit wir ein bisschen Schaden verursacht haben. Und beenden den Zug. Ich denke mal, im nächsten Zug werden wir das Heldenopfer spielen, damit unser Tank erstmal in Sicherheit ist und noch eine Runde länger durchhält. Ja, und damit muss ich mir mal was überlegen. Uns fehlt so ein wenig an Monstern. Oh, Schattengestalt. Okay, damit macht er jetzt also auch Schaden. Gut, 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 gut. Ja, das freut mich doch. Da könnten wir doch was machen. Machen wir ihn, machen wir ihn, machen wir ihn. Auf ihn. Und können angreifen. Ich hoffe nur, er hat jetzt im nächsten Zug nicht irgendwie Gedankenkontrolle auf dem Feld. Wenn er nämlich Gedankenkontrolle Gedankenkontrolle auf der Hand hat, dann nimmt er den 5-5er von uns. Ah, okay, er macht ihn stumm. Na gut. Okay. Ach, mit der Karte können wir ja mal gar nichts anfangen gerade. Im Moment können wir sowieso nichts mit irgendwas anfangen. Ja, hier, komm. Nehmen wir ihn. Hauen da einmal drauf. Machen ihn erstmal ein bisschen schwächer. Und beenden unseren Zug. Ich hasse Schattenpriester. Gut, wenigstens Heldenopfer, damit haben wir den Tank schon mal weg. So, jetzt wird es echt mal Zeit, dass wir irgendwie... Okay, das sind schon mal da. Die haben dann Tank. Oh, schön. Schön, 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 schön. So, das sieht... schon wieder etwas besser aus. Machen wir erstmal hier die Eule weg. Und geben mal wieder ab. Jetzt müssen wir gleich den zweiten Tank wegkriegen. Das müssen wir mit dem 4-4er machen. Und da müssen wir gucken, erstmal abwarten, was er spielt. Darauf müssen wir dann reagieren. Heilen brauche ich mich noch nicht. Das werde ich wahrscheinlich dann im nächsten Zug machen. Weil ich denke mal, er wird mich jetzt auch einmal direkt angreifen oder sowas. Ja, das mach mal. Dankeschön. Ach, scheiße Arschloch. Blöder Sack. Da muss ich ja gleich... Nein, das gibt's nicht. Das ist ein Witz, ist das. Ja, und da kriegen wir nochmal Schaden. Jetzt wird's auf jeden Fall Zeit, dass ich irgendwie was unternehme. Aber gut, er hat Gedankenkontrolle gespielt. Wir werden jetzt erstmal uns heilen.
Sind dann wieder mit 30 voll. Okay, können jetzt nicht ganz so viel machen. Aber wir können uns hier nochmal einen Bewahrer rufen. Und dann in der nächsten Runde auf jeden Fall unseren Tank und das Schwert. Beziehungsweise erst das Schwert und dann den Tank. Oh Mann. Oh Mann. Ist doch ein Witz. Aber gut. Von mir aus. Von mir aus. Dann spielen wir es ein bisschen umgekehrt. Spielen wir erst Eden. So, haben wir den schon mal bekommen. War eine scheiß Reihenfolge, aber was soll's. Dann spielen wir unsere Waffe. Ich bin gerade am Überlegen. Spielen wir ihn. Nur auf wen? Auf wen? Okay, spielen wir es auf ihn. Rufen uns noch einen herbei und sind dann erstmal fertig. In der nächsten Runde dann auf jeden Fall den Tank raussetzen. Ach Mann, ja stimmt, der kann ja... Ach Gott im Himmel, der kann ja da angreifen. Ich hasse den seine Fähigkeit als Schattenpriester. So. Macht er jetzt schon wieder? Ja, noch ein Tank, hau raus. Hau raus, Kollege! So, sehr schön. Wir spielen erstmal ihn. Super. Gut, 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 gut. Dann spielen wir ihn. So, jetzt können wir gleich im nächsten Zug noch einen spielen. Das heißt, ich rufe jetzt keinen herbei, damit unser Wächter hier, der Könige, auch noch seinen Push kriegt. So. Dafür bin ich zuständig. Hauen wir erstmal sie weg. Und beenden den Zug. Er muss jetzt erstmal durch meine Verteidigung durch. Er kommt aber auf jeden Fall durch. Natürlich! Noch eine... Das gibt's doch überhaupt nicht. Das ist doch ein Witz. Das ist echt ein schlechter Witz gerade. Ja, das... Ich weiß nicht, was ich da noch zu sagen soll. Das ist lächerlich. Es ist richtig, richtig lächerlich. Ja, das war's. Wir haben verloren. 5, 6, 7, 9, 13, 15. Ja, wir haben verloren. Da können wir direkt abbrechen. Da brauchen wir nichts mehr machen. Zack, weg damit. Vergiss es. Lächerlich. Zwei Gedankenkontrollen auf der Hand. Es ist... Aber da sage ich nichts mehr zu. Damit haben wir auf jeden Fall dieses Arena-Turnier beendet. Ich denke mal, ich werde direkt noch hinterher eins schieben. Jetzt gucken wir aber erstmal, was unsere Belohnung ist. Die kann ja nicht so hoch ausfallen bei nur zwei Siegen. Und hoffen wir mal beim nächsten Mal, dass wir bessere Karten ziehen. Oder vorgeschlagen kriegen zumindest. Oh, aber 35 Gold ist doch nicht zu verachten. Können wir auf jeden Fall noch ein paar, ich glaube 8 Runden Arena können wir noch machen von dem Geld. Was ich auf jeden Fall auch geplant habe. Weil ich möchte mal wieder ein bisschen mehr für euch aufnehmen. Gucken wir erstmal in den Booster rein. Da haben wir eine blaue. Okay, nur eine blaue. Aha. Ach guck, haben wir den jetzt auch zweimal oder ist das schon dritte Mal? Ich weiß es gar nicht. Wir haben auf jeden Fall hier was zu entzaubern. Ja, ihr seht schon, es ist etwas anders. Wir können jetzt hier oben entzaubern. Überzählige Karten entzaubern, kriegen wir 20 Staub von. Achso, kriegen wir da jetzt 20 Staub von, das ist schon mal ganz gut. Mal gucken wir mal, beim Hexenmeister haben wir was bekommen. Ja, den haben wir jetzt zweimal. Beim Schurken haben wir eine Karte bekommen. Sprint, aber Sprint, glaube ich, hatten wir vorher schon. Das ist, glaube ich, noch von den Durchgängen, wo ich die selber hochgelevelt habe. Auf 10 alle, damit ich da auch wieder hinterherkomme. Wasserelement, genau, das ist auch noch von dem Freispielen. Fass ist auch noch vom Freispielen.
das war's. Ich wollte aber euch noch eben gezeigt haben, welches die epischen bzw. legendären Karten sind, die wir gekriegt haben. Gucken wir erstmal bei den Standardkarten. Da haben wir bekommen, als ich die 95 Booster ausgepackt habe. Wo sind sie denn? Ja. Da nicht. Da nicht. Da haben wir einmal Hogger bekommen. Hogger hatten wir vorher noch nicht. Der ruft am Ende eines Zuges jeweils einen Tank, also einen Spotter mit 2-2 herbei. Ist eigentlich ganz geil, aber für 6 Mana, ja doch, geht eigentlich. 4-4 und dann halt, man muss es halt zusammenrechnen, sind 6-6, passt ungefähr. Den haben wir ja sowieso wieder gekriegt, in Golden. Weil den Krieg hat man ja gekriegt, wenn man in der Beta den Shop ausprobiert. Ja, sonst haben wir hier diesmal den Bergriesen. Nicht den Seeriesen wie bei dem letzten, also bevor dem Vibe. Also das war, hier ist es nur Hogger. Dann hatten wir auf jeden Fall dabei, wo haben wir es denn? Ja, den hatten wir noch da mit drin. Ich hätte lieber den anderen gehabt. Den, der halt, wo man sich aussuchen konnte, ob man 5 Leben und Spott und oder 5 Angriffe haben konnte. Aber der ist auch ganz nett. Den hatten wir ja vorher nicht. So, da war keiner dabei. Was haben wir hier? Ja, hier haben wir die Waffe auf jeden Fall zweimal gekriegt, finde ich ganz geil. Weil die macht uns ja immun für den Angriff. Gucken wir hier nochmal eben. Da haben wir Pyroschläge gekriegt. Zweimal, hatten wir ja vorher nicht, finde ich ganz geil. 10 Schaden zweimal ist ganz cool, 20 Schaden können wir damit verursachen. Ich zeige euch jetzt auch nur die guten Karten, die ich bekommen habe. Ja, Handauflegung haben wir hier bekommen, ist auch eine ganz geile Karte, habt ihr ja jetzt gerade auch selber gesehen. In dem Spiel, was die kann, 8 Leben heilen, 3 Karten ziehen. So, was haben wir hier? Hier die Karte hat sich geändert, Schattenwort Tod. Gab es vorher gar nicht, ich weiß gar nicht, für welche Karte die ja vorher gekommen ist. Auf jeden Fall, wir können jetzt einen Diener mit 5 Angriff vernichten. Und ich muss gerade mal gucken, die andere Karte kann ich euch jetzt gerade nicht zeigen. Ne, hier haben wir sonst nichts mehr. Hier beim Schurken haben wir, glaube ich, auch nichts wirklich Erwähnenswertes, genau. Dann haben wir den Krieger noch. Der Krieger ist ganz geil, da wollte ich euch auch demnächst mal ein Duell mit dem Krieger zeigen, weil das Deck ist Hammer. Blutschrei, eine super geile Waffe. Und mit dem Deck, da kann ich einiges machen. Bisschen tricky spielen. So, aber jetzt wollte ich euch noch die... Wir haben 3 legendäre Karten nur gekriegt, das ist krass, bei 95 Boostern. Das ist echt nicht viel. Aber gut, dafür waren es gute legendäre Karten. Zeige ich euch als erstes mal den Schamanen. Da haben wir jetzt auch endlich hier die Wölfe. Die hatten wir ja vorher nicht. Gewittersturm haben wir zweimal. Den Schicksalshammer mit Windzorn haben wir zweimal. Und hier haben wir ein super geiles Monster. Windzorn, also kann zweimal angreifen. Ansturm, also kann auch direkt angreifen, wenn es aufs Spielfeld kommt. Gottesschild und Spott. Eine sensationell geile Karte. Allerdings ein bisschen teuer für 8 Mana mit den Werten, aber sonst richtig, richtig cool. Ja, und dann haben wir hier den Hexenmeister. Ihr wisst ja, dass ich Hexenmeister am liebsten eigentlich spiele. Hier hat sich ein bisschen was geändert. Der ist jetzt zum Spotter geworden. Ist der alte Spotter? Stimmt, der hat sich geändert. Vorher war das ja so ein roter Dämon gewesen, der Spott hatte. Jetzt ist es der Leerwandler. Und der Leerwandler hat mit dieser Karte den Platz getauscht. Schrecken der Leere. Das ist jetzt die Karte, die vorher den Effekt hatte, beziehungsweise der zerstört jetzt die rechts und links neben ihn und übernimmt die Lebenspunkte und Angriffspunkte. Hat sich da ein bisschen geändert. So, den haben wir, kennt er ja schon, wir zerstören einen Mana-Kristall von uns und können den aufs Feld rufen als Tank. Neu dazugekommen ist hier der Grubenlord, richtig, richtig geile Karte, allerdings wenn man sich selber auch Schaden verursacht. Kampfschrei fügt eurem Helden 5 Schaden zu. Für 4 Mana ist das aber ganz geil mit 5 und 6. Lohnt sich auf jeden Fall. Und da haben wir sie. Die legendäre Lord Jaraxxus-Karte. Kampfschrei vernichtet euren Helden und ersetzt ihn durch Lord Jaraxxus. Super geiles Monster. Wenn man unter 15 Lebenspunkte ist, kann man dies spielen. Dann hat man jede Runde 3 Angriff und halt 15 Leben allgemein. Die Heldenfähigkeit, man ruft ein so ein Viech herbei, allerdings ohne den Effekt, dass jeweils ein Schaden verursacht wird überall. Für 2 Mana hat dann auch 6-6, ist super genial. Allerdings auch muss man wirklich gucken, wie man die am besten einsetzt. Weil wenn der Gegner schon Übermacht auf dem Feld hat und man die dann einsetzt, kann man nichts anderes mehr spielen. Ist also nicht mehr ganz so
praktisch. Aber sonst eine super geile Karte. Also fand ich ganz geil, dass für Schamanen und für den Hexenmeister die Legendären dabei waren. Gut, liebe Freunde, ich würde sagen, das war's für diese Folge von Hearthstone. Schaltet morgen wieder ein, wenn es dann die nächste Arena gibt. Ich bin der Crazy Bane und bin für heute raus. Ciao.